willkommen zurück zu unserer hoffentlich einer der letzten Sticks-Aufnahmen und der ersten Full-HD-Aufnahme, wenn alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ja. Mick hat ja gerade schon das Level so unglaublich souverän beendet. Und wir machen jetzt einfach weiter und gehen in das letzte Level, wo es richtig dreckig zur Sache geht, so Halligalli-Drecksau-Party. Jetzt geht die Party, aber es machen sie alle nackig, ziehen sie alle ihre Klamotten aus. Das war eigentlich voller Running-Gag. Leider. Running-Gag, war voller Gag. Wenn du das letzte Level anfängst und dann rennen die ganzen Wachen nackt rum. Ja toll, das sind alle Männer. Das ist halt, wenn es natürlich dann zusätzlich auch noch alle Frauen wären. Ja, das wäre natürlich wesentlich, also mir wäre das wesentlich lieber. Wiedergeburt. Jetzt gibt das natürlich auch Sinn, warum das Level so heißt, ne? Wir wussten vorher schon ungefähr, wie jedes Level heißt. Nur warum das Wiedergeburt heißt, habe ich... Wussten wir halt nicht so genau. Aber es hat man ja jetzt rausgefunden. Ja. Mir wird langsam auch ein bisschen schlau. So. Die Ladezeiten, die ganz kurzen. Gut, so lang sind sie jetzt auch nicht. Na, ich meine, ich habe letzte Folge halt zu viele gesehen davon. Ja, ist richtig. Companions, it is with a heavy heart that I take on my father's mantle as governor of Akinash. I had hoped for other circumstances than this odious murder, but my desire to bring order to the atrium is more fervent than ever. You have our full support, Brother Aaron. Thank you. My first decree was the introduction of a curfew for the elves. My second decree will be to pardon all smugglers who are in our jails. In these difficult times, our race must close ranks, and a human convict will always be worth more than an elf, even disguised as an ambassador. My brothers, it's up to us, the superior race, to enforce our rights in the natural order of things and to combat degenerate species. Bravo! Well said! You, my friend, you really have some paying back to do. Yes, you do. Good. I shall take the first airship to go and swear allegiance to the Emperor and formalize my title. Upon my return, the elves will be confined to the distillery. The area will remain locked and will be overseen by one of my agents. He alone will have access in my absence. Is that clear? He's right. An agent? I must know who it is. He must have the key. Wenn du das Lied für sich lest. Ja, ich hab's gelesen. Dein Lieblingslevel. Schön, dass du anfängst, übrigens. Ja. Styx, dieser Bastard! Hat den alten Querberos getötet und ist dann verschwunden. Im Moment kann ich nicht gegen ihn nichts gegen ihn ausrichten. Eine Wiedergeburt im Elfenkokon würde jedoch die Verbindung zwischen uns kappen und meine Chance erhöhen, ihn doch noch zu besiegen. Davor muss ich mich aber um Barrymans Sprössling kümmern, der die Fußstapfen seines Vaters getreten ist. An Ehrgeiz und Machthunger mangelt es ihm nicht, aber wenn es mir gelingt, mit seinem Schlüssel die Spitzohren zu befreien, werden diese sich um die Menschen kümmern und ich kann Styx im Herz des Baumes gegenübertreten. Das klingt doch schon mal ganz cool. Ich sollte diese Schweine Aaron ausspionieren. Das können wir noch machen. Artefakt ist mir aber ehrlich gesagt egal, das letzte Level. Aufzug. Distillerie. So, wir müssen jetzt Aaron ausspionieren. So. Dann spionieren wir mal los. Ja, so ist auf. Komm natürlich. Aber ich muss einfach unentdeckt bleiben, das heißt, ich kann töten. Scheint so, ja. Es dürfen halt keine Leichen gefunden werden und so. Junge. Natürlich lehnt er aus, ein Wichser. Oh,
die Seite nicht so. Ach, unser Lieblingslevel. Huscht, huscht. Kann man den runterschubsen? Natürlich. Dann schubse ich ihn mal runter. Ja, ihr schaut jetzt da alle dahin. Alle hinschauen. Da vorne ist was. Alle hinschauen. Hier wurdest du das letzte Mal getötet an der Stelle. Ja, ich wurde schon so oft getötet, kann mir nicht merken. Das war mörderisch knapp, Alter. Mhm. Ich denke, wir können jetzt leise töten. Hier. Der hört es von dort oder was? Nein, ach komm. Ne, der hat die Leiche gesehen. Da kommt einer. Ach komm. Okay. Das ist aber scheiße. Mein ist jetzt. So. Hä? Fuck! Einmal einen Schritt zu viel. Und zack. Oh, geh da rein, spring da rein! An die linke Seite. Also zum Aaron rennen jetzt. Okay. Der darf sich aber nicht bemerken. Wo läuft denn der Aaron eigentlich rum? Hey? Ach nein. He's been killed. Mann, Mann, Mann. Ganz schön Action hier. Ja. Ach komm, dass die ja immer gleich 30.000 rufen, ey. Aber dass die Anzeige sich auch sowas von schnell verbraucht, manchmal. Dreht euch mal weg. Könntest killen. Geiler Move. So, muss ich den wegschleppen? Nein. Oh, da ist eine Kiste. Na, wohl. So, wo ist denn der Aaron jetzt hin? Versteck? Hab ich gesehen. Kämpf gegen den, kämpf gegen den. Oh, fuck. Pass auf, du musst gleich ausweichen. R1, R1! Ah, ey, super, da kommt der Messer. Hab ich gespeichert, gar nicht, ne? Ja. Viel Spaß. Oh, okay. Bis dahin war es eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Ja, ziemlich hektisch. Ja, aber es hat funktioniert. Ich bin voll weit kommen. Ja, ist richtig. Keine Zeit für so einen Schleichscheiß. Wäre eher so ein Kampfspiel für dich eigentlich. Ja, ich habe auch viel mehr Bock auf so eine Kacke. Schleichspielen. Ja. Das einzige Schleichspiel, wo ich echt gut finde, ist Metal Gear Solid. Und Thief? Thief war wow, okay. Aber es ist nun mal so nicht so mega mein Ding. Genre. Schleichen und so. Sondern eigentlich nicht immer die Wahl habe, dass ich sie töten kann. Freiheiten und so ein Zeug, so weißt du. Das ist auch deine Lieblingsstelle da oben, bei den zwei. Ja, bei den Knappen, die war aber ganz cool eigentlich, dass sie hinten vorbei läuft. Mhm. Und die stehen diesmal ziemlich beschissen. Mhm. Die bewegen sich auch nicht so arg. Ich werde das wahrscheinlich nie wieder so schaffen, wie ich es gerade geschafft habe. Ja. War auch wieder sehr viel Loot immer dabei. Den da runterschubsen, dass da alle hin. Oh. Das
Das mit dem Ablenken und Runterschubben ist schon ganz cool eigentlich, dass der hinten dran vorbeiläuft. Mhm. Ich versuche jetzt einfach mal oben rum zu gehen. Mhm. Oh Mann. Geht das? Ne, ja, die laufen eh da rein. Ja. Ich bin hier oben. Jetzt kann ich. Links stehen alles, hast du gesehen, gell? Ja. Mhm. Sollst du das eigentlich machen? Ich wäre jetzt eigentlich wieder über das Ding da gelaufen, aber da, das... Ja, drüber kannst du doch über das Ding springen, oder? Das an der, über den... Die Stelle ist kacke, wo ich gerade stehe. Autospeichern. Warum Autospeichern? Das ist total behämmert jetzt. Ach, der pennt. Ja, töten in Deckung ohne, ne? Schubsen geht auch. Schubsen wäre eine coole Ablenkung. Siehst du, für die da unten, jetzt kannst du nicht da oben drüber springen, über das Ding, über ihren Köpfen. Kannst du dann zu den X drüber springen? Hier ist es so ein kleiner Affe. Dass die noch so schreien müssen, ey. Ja, aber die kommen eh nicht hier hoch. Ne, das nicht, aber wie kommen wir jetzt weiter? Okay. Hm. Okay, das ist eine ganz entspannte Stelle, glaube ich. Ah, nein! Oh. Du bist aber wieder so schnell drücken. Ey, 5000 Speicherstände! Jetzt heul nicht! Nein. Bist du schnell drücker bei allem anderen. Hier steht bestimmt einer, der in die Richtung guckt. Irgendwo. Nein, noch nicht. Ich möchte den nur von oben killen. Ne? Oh. Oder auch nicht. Da war ich auch schon. Gott sei Dank hast du... Blöder Bastard, Mann! Gott sei Dank hast du die X getroffen, wollte ich gerade sagen. Ja, ich wusste ja, wo sie sind, ganz gut. Ich wollte eigentlich da unten rein, weil da kannst du ja da hinten so schön lang krüppeln, ey. Das wäre richtig gut gewesen. Verdammt. Genau. Genau, genau. Kreuztaste, genau. Hey, bis die wieder kommt, dann bin ich wiedergeboren, hey. Mhm, ich auch. Ich fühle mich wie wiedergeboren. Also der eine, der guckt halt volle Kanonen in unsere Richtung. Der hintere. Mhm. Der hat dich vorhin schon mal gesehen. Ja, passiert. Da kannst du runter. Hier rechts ums Eck kannst du. Zu verstecken. Ich kann nicht mehr rein. Ding hin. Ja, weil es eine schräge ist. Du kannst dich da ranhängen, rechts. Okay, der hat dich gesehen. Hallo. No.
weg. Schmeiß mal eine Granate rein. Ich bin hier, hier. Ne, ich muss ja gar nicht an dir vorbei. Ich muss da hoch. Da hinten hoch. Mhm. Könnte schwierig werden. Die beruhigen sich, Clevet. Ich kann das da bestimmt auch hochklettern, ne? Ja, kannst du. Oh, du läufst gleich mich rein. Oh je. Oh, tschüss. Alter! Oh Mann! Das ging schnell. Dass der aber in mich reinläuft, der komische Hammer-Typ. Hammer-Hans? Ah. Der Hammer-Hans. Mhm. Jetzt haben wir in dem letzten Level einen coolen Namen gefunden für die Hammerer-Typen. Mhm. Der Hammer-Hans. Hammer-Henning. Besser. Der Hammer-Henning. Gesundheit. Alter. Das hat man noch nicht gehört. Ja, es war trotzdem voll das krasse Geräusch, ey. Ja, was da aus deiner Magengegend kam. Ja. Ich brauch Hunger. Er wurde getötet. Ich glaube, ich esse jetzt eine Banane. Und dann schälte sie eine Banane. Mein Gehirn wurde plötzlich zur Sahne. Glaubst du? Kennst du nicht Ärzte, Mann? Ich muss töten, tut mir leid. Ich bin gerade anderweitig beschäftigt. Ich muss schön Vitamine für euch nehmen. Natürlich nicht unbedingt mit solchen Dingern, wo aussehen wie ein Penis. Aber guck mal, da sind Kackerläuse. Mhm. War doch ganz gut, dass es nicht funktioniert hat, dass ich in dem Brunnen bin. Hm. Ja, guck, da war ich auch. Nur ein bisschen in Eile. Warum müssen wir aber jetzt wieder zum Versteck, Alter? Das ist schon alles. Das ist das Versteck nicht. Von dem Aaron, glaube ich. Ich sollte dieses Schwein Aaron ausspielen, ja. Das bestimmt. Weißt du, erstmal sind wir Richtung Aaron gelaufen und dann kam Versteck und ich wahrscheinlich das Versteck ist mit Aaron sein Versteck. Hammer Henning! Was machst denn du eigentlich die ganze Zeit? Du sprichst nicht, die ganze Zeit voll dran vorbei, du musst auch schon anvisieren. Der klatscht mich halt, während ich den abstech. Das war gut. Eine der besten Fähigkeiten im Spiel, finde ich. Ingeborg-Kill! Das war der Ingeborg-Kill! Yeah. Aber ohne Scheiß, einer der besten Ingeborgs, die es gibt! Und das in Full HD! Wunderschön! Das ist einfach wunderschön. Oh, gib mal kurz, bitte. Oh, Wahnsinn. Ingeborg Full so HD. So schön. Das war so wunderschön. Penn halt einfach mal zwei Stück. Schön. Das sind die besten Wachmänner. Ja, da hinten oh, ist ein Ohr. Ach komm, also muss ich gegenüber springen, immer so. Ach nö. Ach, das ist doch kacke, jetzt muss ich doch da hinten. Da kann ich hoch. Oder hier kann ich hoch, stimmt. Oder dann, ja, da hoch. Und da hoch. Und da hoch. Ich würde da gerne eine Granate reinschmeißen. Ja, am liebsten, ne.
Seh mich doch. Komm schon. Das klappt halt einfach immer noch. Ja. Ist so schön. Absolut. Das hast du aber erfunden, glaube ich. Ja. Das ist mein Move. Oh! Oh! Das erste Mal, dass wir hier hin müssen. Ja, und die Fackel ist an. Die ich 30 Mal ausgemacht habe. Hm. So, Two-Face. Sire, you wanted to see me. I'm off to see the Emperor. Make sure that the elves remain locked up in their disgusting incubator. Here, take the keys and hide them. And if they play the hero, destroy one of their cocoons to restore order. Most of all, keep the keys to the distillery in a safe place, so that there's no overzealousness in my absence. Understood, boss. I'll look after this bunch of keys as if it was my third testicle. Das war aber sowas von scheiße übersetzt. Das heißt Testicle. Ah ja. Testicle. Oh. Hoden. Okay. Das wäre sein dritter Hoden. Mach jetzt mal wieder aus hier. Kann ja nicht wahr sein, dass die Fackel mal an ist, obwohl da gar keiner hinkommt. Destillerie und was ist das andere? Mechanismus. Und jetzt auch zur Distillerie. Ja, scheinbar muss ich die. Mechanismus, brauchen wir den? Scheinbar, um hier das Tor wahrscheinlich aufzumachen. Ja. Na, spring mal rüber. Funkel, Glitzer, Glitzer. Speichert hat's, gell? Grad, meine ich. Autospeicher. Bestimmt. Ich denk schon. Funke, Funke. Du kannst das aber auch nicht. Du musst auf 4 drauf bleiben. Das weißt du schon noch, oder? Gell? Und die Köpfe anvisieren. Bleib gleich nicht auf 4 drauf. Du musst auf 4 drauf bleiben. Im Sprung. Das weißt du. Weil das sich gerade angehört hat, als hättest du den Knopf gedrückt. Einmal kurz. So. Können wir bitte aufhören, über dieses scheiß Thema zu sprechen? Bitte. Ich wollte es nur sagen. Das wäre jetzt, glaube ich, gerade eben in den letzten Minute 30 Mal gesagt. Ja, weil ich so dafür erachte, dass ich es dir halt mal sagen musste, weil du es anscheinend nicht mehr kannst. Meinst du, es hilft, dass du es mir 30 Mal sagst? Bin ich nicht. Cool, bei dir haben sie die Leichen entdeckt, bei mir nicht. Was hast du jetzt davon? Mechanismus, schön. Ich muss also die Treppe hoch, ne? Ja, da halt hoch. Kannst du auch hier gerade hochspringen. Ja. Da. Und durch die Tür gehen? Nö, die Tür geht nicht auf. Achso, das ist so eine Tür. Lass die Fackel ruhig an, ist okay. Ach komm, das sind sogar zwei. Nein! Der killt dich, wenn du... Oh, hast du ein Mehl. Okay, Heiltrank ist da offen. Also ganz ehrlich, der andere Skin mit Full Heilen, der wäre einfach gigantisch, gigantomanisch besser. Vor allem, geh mal drauf, ob du verlernen kannst, ob das geht. Speicher aber vorher. Nicht, dass wir bloß 3 Punkte dafür kriegen oder so. Also jetzt... Aber dann müssten wir wieder zurückspringen. Wir können ja nicht unsere Skills jetzt machen. Ne, jetzt speichere jetzt einfach mal. Aber wenn wir verlernt haben, dann ist es verlernt. Ja, aber kriegt man dann die Punkte wieder? Ja, ach so, stimmt, naja, man kann ja eh nicht leveln. Ach ja, okay, ja, Logik. Komm zurück. Aber ich hab gedacht, das viel leiser wird man schon merken. Merkt einen Scheiß, man. Es kommt mir eher so vor, als wäre es noch viel lauter, ey. Oh. Oh, hoppla, ich sollte doch wach bleiben. Eine läuft wieder weg. Alle hopp. Alle hopp. Wer sieht mich eigentlich? Du? Ja. Was
bist am Arsch. Du bist am Arsch. Guck mal, das ist genauso laut wie... Lass mich weg. Du bist am Arsch. Das mit Vollhalten wird schon... Ja, das wäre einfach viel besser gewesen, weil das andere bringt einfach einen Scheiß, wie man sieht. Also, wenn ihr spielt, Vollhalten. Stillt nicht diesen Dreck, den wir geskillt haben, weil das genauso wie Scheiß. Leider Gottes braucht man den einen Skill mit an der Kante hängen und töten. Funktioniert nicht. Geht nicht. Bugs. Ja, aber du brauchst ihn ja trotzdem, um den Skill danach zu skillen. Ist halt Gold wert. Trotzdem ist der eine Buggy. Ja, das ist richtig. So ziemlich für den Arsch, könnte man auch sagen. Wir haben schon wieder nicht auf die Uhr geguckt. Alle ohne Mist kriegen wir das überhaupt einmal auf die Reihe, heute auf diese fucking Uhr zu gucken. Wenn wir los müssen, dann gucke ich auf die Uhr, ja. Ja, wir haben noch eine Stunde. Ja, eine Stunde haben wir noch, das wird haarig. Habe ich jetzt wieder dicht gemacht oder auch? Ich glaube, du hast wieder zugemacht. Spring mal kurz hoch. Ja, ist wieder zu. Hat er gespeichert, nachdem du mich in das Busch gezogen hast. Jetzt warum kann man den wieder zumachen? Warum nicht? Was keinen Sinn ergibt. Übrigens, die Typen da drüben hatten dich gesehen. Ich würde Rack Ash mal mitten reingehen und mal eine schwarze Wolke machen, weil muss können. Na, ist ungefähr in die Richtung und läuft so weit weg. Oder zu dem Rack Ash, zu dem Gnome Troll schicken. Dann laufen die dahin. Das geht halt so schnell, die laufen dann so schnell wieder zurück, weil sobald Rackash tot ist. Da ist einer. Jetzt. Was geht mit euch ab? Die patrouillieren jetzt wieder. Das wird patrouilliert. Sind die eigentlich bescheuert jetzt? Was wird, bleib mal stehen. Blöd. Sag mir jetzt bitte das nicht, dass ich hier nicht durchlaufen kann. Du musst da irgendwie hochklettern. Wo denn hochklettern? Da. Wo denn hochklettern? Warte, mal kurz deine Vision an. Ja, da. Ganz leise. So. Da sind wir doch. Ich hab gerade auch gedacht, ey. Ah, da ist der Kokon. Ah, deswegen. Das sind also die Kokons, die roten Tomaten. Da waren wir doch schon mal. Ja. Ganz am Anfang. Ja. Wo ich rum laufen wollte und entdecken wollte. Ja, genau. So, hey, guck mal, hier gibt es bestimmt was zu sehen und so. Ja, genau. War ja auch so. Ja, jetzt halt. Ich meine, das besteht halt nur aus Backtracking. Ja, Entschuldigung. Das ist ein Backtracking-Spiel. Ich hasse nochmal so Backtracking. Das einzige Spiel, wo Backtracking halbwegs okay ist, ist Dead Space 1. Da ist Backtracking okay. Ist ein Raumschiff. Gerechtfertigt. Sind wir jetzt eigentlich in Part 2 schon? Oder ist immer noch Part 1? Tun wir mal kurz... Part 2. Ja, Gott sei Dank. Klar. Ja, klar war es das nicht. Das war beim anderen, hat sich auch das Gebiet gewechselt und. Du kannst das echt nicht von oben runterspringen, oder? Falls du das jetzt machen wolltest. Halt dein Maul, Alter! Warum kommst du nicht her und kämpfst wie ein Mann, du hässliche Schwuchtel, Mann! Wolltest du eigentlich dem auf den Kopf springen? Ich wollte es, aber ich habe dann während des Fluges gemerkt, dass es nicht reicht. Ist nicht weit genug.
diese Spasten aber auch ihre 30 Dolche auf dich werfen müssen. Immer all die jede Möglichkeit. Mir ja. Mit einem großen Gürtel. Zu jeder fucking Möglichkeit schmeißen sie dir diese Scheiße ins Gesicht, ey. Ich glaube, darum ist besser fast. Ja. Ja, weiß nicht. Obwohl mein Weg ist ein bisschen scheiße. Dein Weg war eigentlich viel cooler. Aber das war auch gerade so eine richtig geile MIG-Aktion, ey. Warum hast du nicht einfach Kreis gedrückt? Man hat sich fallen lassen zum nächsten Kreuz. Das wäre nicht bei dem Kreuz. Ach. Wolltest du gerade wieder Ausreden schwingen? Wollte ich. Ich mach mal. Hast gemerkt, dass es für einen Arsch ist? Absolut. Ich mach mal kurz Kohlen und so, oder? Von mir aus habe ich nichts dagegen einzuwenden. Was ist los? Mick, was ist los? Guck mal hier, so kann man das nämlich machen. Bam. Krasser Scheiß. Ich lebe! Hau ab, Arschloch! Na. Mal ohne Mist, ja. Man kann fast nicht noch mehr Wachen in dieses Level packen, ey. Mhm. Hab ich gerade auch gedacht. Was muss ich denn eigentlich machen? Zu dem Pfeil halt hin. Ja, ich hab aber gerade gedacht, dass mein Weg cool ist, aber mein Weg ist voll scheiße und voll für den Arsch. Da hab ich wahrscheinlich gleich einen Paladin in die Arme. Ist erstmal alles dunkel hier. Ich mag es nicht, wenn es hell ist. Ja, das hat auch mal funktioniert hier. Alter. Also Mick, das nenne ich mal eine Schmuggelstation. Wow. Leck mich am Arsch. Goldharzschmuggel. Ja, das sind alles Goldharzfässer. Kann man die... Was machst denn du? Ich bin ein kleines Stück rausgelaufen. Aber da stand halt so ein anderes Arschloch. Den hab ich aber auch nicht gesehen. Ich glaube, ich laufe doch woanders rum. Thank you.
wieder einer weniger. Wie tötest du jetzt alles aneinander? Wenn du schlicht rausgehst, tötest du einen und gehst wieder weg, oder was? Ja, so war gerade ein bisschen der Plan. Ey, das sind ja 1000 Wachen. Macht denn der auf einmal? Licht an. So ein Arschloch. Arschloch? Du bist dein Arschloch. Du weißt ganz genau, warum du jetzt stirbst. Das weißt du ganz genau. Das Licht angemacht hast, du blöder Pisser. Fällt dir eigentlich ein? Leute wollen's wollen schön dunkel im Darkroom. Echt, ey. Einfach jemand bei einer Orgie einfach reinkommen und Lichtschalter drücken. Das geht nicht so. Nein, das geht nicht. Kann man nicht machen. Das ist. Oh, komm, genau. Der war cool. Hör mal. Handlanger? Den musst du töten oder was? Ja. Den könntest du jetzt einfach abwerfen. Könntest du, ja. Und jetzt müssen wir den wahrscheinlich noch irgendwie ausrauben. Ja. Das ist aber jetzt echt zu rennen. Oh, ey, dass die immer so rufen, ey. Können die nicht mal Probleme alleine lösen? Scheinbar nicht. Ich kann mich hier verstecken, bis sie wieder alle cool sind. Ja. Kommt mal runter, Leute. Kommt runter. Wo ist denn Handlang jetzt? Da an dem Eck, aber da sind gerade so viele Leute. Ja. Diese Leute! Überall diese Leute. Und diese Leute. Seems crowded here. Können die sich jetzt mal wieder beruhigen hier? Leute, kommt runter, nehmt einen Schluck Goldharz und die Welt ist wieder voll in Ordnung. Ja, finde ich. Aber auch. Schmiert's euch nicht ins Gesicht, weil sonst sieht man so aus. Ja, genau, sonst sieht man so aus wie Mr. Arschkrampe. So, jetzt geht wieder alle auf euren Posten, lasst eure Kumpels liegen. Ja, kann ich nichts mehr machen. Krankenwagen kommt später. Mit dem Handlanger fand ich jetzt echt cool. Sollten wir eigentlich glatt mal speichern, habe ich gerade gehört. Mhm, hab ich auch gehört. Ja, das hat mir irgendwie so im Ohr gesummt. Speichern. Schon mal aufgefallen, dass die sich vorhin gegenüber gestanden sind, das Dix und Mr. Elferich, und die nicht mal den Mund aufgemacht haben und gegeneinander mit ihren Gedanken geredet haben. Ja, weil nämlich dann das Dix gesagt hat, dass es ihm auf den Sack geht, ja. Und dass die aufhören sollen. Jetzt hast du Schlüssel. Und das. Ich glaube, das ist einfach nur ein bisschen frustriert. This is my chance to finish with it. Leave them where they are. Must reach the heart of the tree. Ne, retten sie natürlich, oder? Not prevent me. Super. The pain is worse all the time. Boah, da läuft dann die Lucide rum hier. Da stehen wir jetzt mal hinterher, oder? Der sieht dich eh nicht. Läuft der Inquisitor hin? Der dreht sich hoffentlich nicht um. Hab ich mal geguckt, ob hier irgendwo einer ist, ey. Ah, Mann, ey! Hau jetzt ab, Junge! Schnell dein Versteck, Mann. Ey, scheiß Hammer. Der Hammer Henning. Henning Hammer. Ja, Mann, Alter, echt, ey. Hammer Henning, was soll der Scheiß? Ich hab keinen Heiltrank mehr, ey. Mhm. Richtig scheiße. Das ist ein Arschloch. Blödes. Ich wollte gerade schon eine Shisha ziehen, aber wenn ich mir das angucke, sieht es halb fertig aus. Hammer Henning. Ohne Scheiße, ein bisschen dick. Wow! Leck mich doch am Arsch, ich hab das dann eigentlich bald. Guck mal, wie viel Leiden du da auf den Weg plaschst, hier.
Ja, das ist ja auch nur richtig so. Außer den Inquisitor, der hat ja irgend so einen Essenstrug irgendwo. Das wäre nämlich echt fetzig. Weil dann könntest du die anderen entspannt töten und so. Entspannend. Versuch den kaputt zu werfen, echt, ey. Blöden Hammer, Henning. Wie komme ich denn da hoch, da? Treppe. Werden der Arsch mal her. Geht's denn da hin? Nö, das ist uncool. Gehen wir mal da raus. Gehen wir mal weiter. Ja, warum denn nicht? Komm auf der andere Seite raus. Super. Richtig super. Na gut, dann kannst du an beiden Seiten an die Treppen hoch, oder? Da geht's hoch. Kannst du auf die Truhe springen oder den zumindest in die Truhe stopfen? Das hatte ich jetzt gerade vor. Wieder so ein Hammer, Henning, hey, was? Normalerweise hämmern sie rum, aber in dem Fall laufen sie als Schmuggler-Compadres da rum und hämmern Flaschen kaputt, oder was? Verstehen, ich weiß auch nicht, was die da wollen. Also generell, wenn man denn ihr Job anguckt, verstehe ich nicht. Oh Mann. Und ja. Oh mein Gott, was ist da los? Dunkel, ich sehe nichts mehr. Aber es interessiert mich auch nicht, ich mag es im Dunkeln. Im Dunkeln ist es schön. Da sieht mich keiner schlafen. Gerade hättest du mal. In welche Richtung guckt der aus, seine Füße zu urteilen? Ich muss ein Messer klauen. Das ist Inquisitor. Das ist ein Paladin. Das ist eigentlich schlimmer. Meine ich ja. Kannst du das Messer nehmen? Oder voll an dem dunklen Traum vorbeischleichen. Oh, Stuhl. Ich glaube, wir sind im Dunkeln, das dürfte gehen, oder? Der wird mich sehen, wenn ich da ins Licht gehe. Aber der sieht dich doch gerade auch nicht, der andere. Ja, weil ich im Dunkeln bin. Schmeiß mal die. Ich habe bald schon keinen Sand mehr, ne? Ne, die. Alter, wie weit kann denn der werfen? Also schmeiß mal die ab, dann werden die wahrscheinlich in die Richtung gucken. Ah, jetzt. Jetzt so. Oh, bitte lass das funktionieren, ey. Ja, dann wäre jetzt auch kein Sand mehr. Ja, da hinten war auf jeden Fall ein Sandhaufen, das weiß ich noch. Dann lauf mal zum Sandhaufen. Gut. Mich würde es immer noch interessieren, was dieses Rad macht. Hör mir auf. Nix, das ist ein Rad. Kann man da raten, was das macht? Gucken wir da hoch? Da ist noch. Da muss man durch mit einem Rackash, aber das sind halt zwei Wachen. Und ein Paladin. Das geht doch gar nicht. Geht's da nicht oben irgendwie lang? Oder unten? Vielleicht mit dem Rad irgendwie, dass man damit irgendwas macht. Oh, ey, ohne Scheiß. Jetzt lass mich doch! Dein scheiß verkacktes Rad, das ist Level-Architektur. Nein, das hat geleuchtet im Dings, im Goldharz. Also macht das irgendwas. Kannst du dich wahrscheinlich dran festhalten. Ja, möglich. Toll, wie wir stehen, das töten. Voll gemacht. Mit dem scheiß Rad. Leck mich doch am Arsch, dann versuch halt besser durchzukommen. Mich interessiert das Rad auf jeden Fall nicht. Ich hab jetzt gedacht, vielleicht Kohl macht das ja irgendwas. Wenden. Bitte. Jetzt wieder hier. Bitte. Es reicht mir nicht! Arschloch. Ach ja, das Leben ist hart. Wende dich selber. Wo ist die Zange? Waschbecken, glaube ich. Musst du, kannst du abtrocknen in dem Tuch. Am besten.
War zwar nicht im Waschbecken, aber ich hab's trotzdem abgetrocknet. Ja, ich glaub, war besser so. Sag mal, wie lange gehen denn die Ladezeiten? Ja, das hast du verdient. Da unten geht's aber auch nicht weiter, oder? Geht's unter dem Tisch weiter? Ja. Geht's oben weiter? Ja. Aber weißt du, was ich jetzt erstmal mache, um das ein bisschen, um hier ein bisschen Verwirrung zu stiften? Werde ich jetzt erstmal hier hingehen. Hast du einen neuen Kopf gemacht? Ja. Krasse Scheiß. Werde ich jetzt hier hingehen und entspannt das Ding hier lösen. Würdest trotzdem vorher einen Rackhash machen und den schon mal bereitstellen. Ich laufe die nämlich weg. Oder der eine zumindest. Hätte ich da jetzt schubsen können. Verkackte Kacke nochmal. Jetzt läuft der da hin. Super. Ich kann den aber Juno nicht schubsen. Fuck! Das wäre nicht die Möglichkeit gewesen. Läuft er jetzt wieder zu seiner Position zurück? Ne, jetzt steht er wieder da. Fuck! Oh, Alter, ey. Oh, Mann, ich wollte mich da runterlassen. Du musst wieder da hingehen und hingucken. Ich will dich runterschubsen. Der sucht dich aber gerade. Da, wenn er an die Ecke geht. Komm, geh wieder an deine Ecke. An deine Ecke. Ecke! Ach, Mann. Oh, super. War eine coole Idee. Ich dachte, der läuft jetzt wieder weiter und bleibt bei 2 Schritten 50 stehen. Aber wenn du den einen neben dem vorher abwirfst, also du gehst jetzt hoch, dann wirfst du den einen, wo du töten kannst, mit dem Messer ab. Und dann hängst du dich so hin wie ich, beziehungsweise löst du die Kiste, dann hängst du dich hin und dann guckt er nämlich da runter, was da abgeht, und halt schon runterschubst. Den Inquisitor. Und hast du nicht alles. Das ist ein Paladin. Oh Mann, das sind für mich alles Inquisitoren. Du sagst immer Inquisitoren. Ja, alle, die mit Helm sind Inquisitoren. Nein. Doch? Nein. Das ist ein verkackter Paladin. Das ist super. Ja. Meine Lieblingsklasse in Gothic war Paladin und du machst sie kaputt. Ich mach sie kaputt. Warum mach ich sie kaputt? Machst sie kaputt. Du nimmst ihnen ihre Existenz. Ich mag Paladine. Aber die mag ich nicht. Deswegen ich mag keine Paladine. Deswegen waren sie irgendwie. Paladine sind Homo-Prinzen. Warum? Homo-Prinzen sind. Weißt du, was ich jetzt mach? Zum Rad gehen. Ja. Oh, das ist ein fucking Inquisitor. Ich geh jetzt zu dem Fuckrad, das ist mir kackegal. Ohne Rücksicht auf Verluste. Okay. Ich geh zu dem Rad. Mhm, absolut. Oh! Ich mach jetzt, wenn es sein muss, unsichtbar dieses Rad an. Rad Rage. Ja? Das kommt vom Red Race. Road Rage, Rad Rage. Alright. Was macht der da oben? Laufbahn. Auf der Stelle, hey, das war Michael Jackson, Mann. Au! Oh, der geht weg. Oh, jetzt Rad, du gehörst mir. Los! Nein! Nein! Ich wollte an das Rad! Mann, ey! Das macht wahrscheinlich echt nichts. Das leuchtet aber ja, mit Gartels Vision. Vision. Ja, das leuchtet doch nicht umsonst. Wo soll ich denn da hinklettern? Warum sollte ich mich an den Rad hängen, das mir genau in der Fresse hängt? Da kann ich auch springen, komme ich genauso hoch. Ist doch alles schwul. Jetzt zeig ich mal, wie ich das machen wollte. Ursprünglich. Ja, wieder das. Ich hoffe, nicht stirbst du, wenn ich noch ans Rad komme. Sei nicht so böse. Hoffentlich stirbst du. In-game natürlich, in-game. Schon sehr böse. Ja. Hoffentlich stirbst du. Naja. Speicherpunkt ist gigantisch. Der Speicherpunkt ist absolut toll. So, jetzt mache ich das nämlich so, dass ich den da, hat er auch einen Helm? Nö, den hast du ja vorhin kaputt geworfen. Genau. Stimmt, so. Du mischst doch. Guckst mal, was dein Kollege so macht. Und jetzt noch cooler, jetzt guckst du dir so ein bisschen rum, bam, bam, bla, bla.
Alles ist cool, ja. Yeah. Aber was viel interessanter ist, finde ich jetzt, was hier gleich mit der Kiste passiert. Bitte mal, dich wieder auf den Posten stellst. Stell dich auf den Posten! Posten! Oh, Tupper, das ist unser Schwertheinig. Ah, jetzt nicht. Schwertheinig, laufen weg. Stopp. Halt, komm! Ich könnte jetzt eigentlich meinen Wreckage auskotzen. Oh nein! Wieder den falschen Knopf! Ey! Mann! Zum Kotzen, ey. Links. Hinter dir. Da. Da. Kann ich eigentlich nicht in das muss. Bitte gleich mit dem Affe drücken. Ja, weil da hinten musst du eh nochmal durch. Lauf oben rum, lauf oben rum, lauf oben rum. Links, links, was machst du? Oh Mann, die... Was machst du? Was denn? Warum gehst du nicht links rum? Weiß ich nicht. Ich sag's dir 30 Mal. Und du machst wieder nicht das, was man dir sagt. Natürlich meine ich das, was man mir sagt. Warum nicht? Weil. Was war Heil? Da oben, da kennst du, da wo wir unsere allererste Ingeborg gemacht haben. Da hättest du einfach hochlaufen können und an dem fetten Ork vorbei. Du bist unsichtbar, lauf ja. Doch einfach durch. Jetzt noch links hier, oder? Links hoch. Ja, das war oder da unten durch, ist kackegal. Mister hört halt wieder nicht. Ja, lutscht einfach rein. Ah! Ja, lauf oben rum! Mister! Easy Gold! Zwei Paladine! Arschloch, das hast du genau gewusst wahrscheinlich. Woher soll ich das gewusst haben, Alter? Hast du gesehen, wie ich es gemacht habe, also mit dem Wreckash? Ich würde mit dem Wreckash mich dann vorbeischleichen, oder? Ich war doch verlangsamt, warum hat er mich gehört, der Affe? Verstehe ich jetzt nicht. Weil er nicht so gut schleichen kann wie okay, Emmet. Dann nehmen wir halt dann doch den Schleichweg unten, oder? Den Wreckash. Ich glaube aber sogar, dass Emmet nicht der Name ist, sondern dass das ein komisches, schwules, elfisches Wort war für Goblin, Gobo, irgendwas, weil es nämlich so in Anführungszeichen stand. Mhm. Könnte auch sein. Dann können wir uns also immer noch einen Namen geben. Jetzt, Manfred. Also ich finde Manfred, ja, weil der Kerberos uns Manfred genannt hat. Ja, der Money. Der Manne. Ich will eigentlich immer noch zu dem Rat. Manfred ist cool. Wird mein Kollege wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln müssen, weil ein anderer Kollege heißt nämlich auch Manfred. Von mir. Der Manni. Jetzt werde ich immer meinen Kollege mit dem Styx verbinden, oder was? Das komischerweise ist Manfred ein Riese. Ach, das geht nicht. Ich will an das scheiß Rad, aber es geht nicht. Dann lass es doch mal sein. Oh, wo geht's denn hier hin? Das ist ja cool. Hallo? Wo ist man jetzt? Ach, das ist hier. Das ist der Ladebildschirm. Mhm. Den haben wir schon oft genug gesehen, finde ich. Mach meinen Style. Das war gar nicht so schlecht, die Menschen, oder? Kannst du ja jetzt runterlassen, oder? Mach keine Ahnung. Ich will mal gucken, vielleicht treffe ich hier unten was. Da läuft immer so ein Typ rum jetzt. Schade. Kannst du ja schon ein Ding. Ne, er ist schon weg. Ich muss warten, bis er wegläuft. Ja, jetzt. Ne, oh. Jetzt. Aha, Arschloch. Ja, was machst du denn jetzt? Jetzt läuft er durch den. Ja. Gut. Mechanismus, wo ist der? Wieder da durch, der muss schon mit dem Wreckage durch. Ja, klar. Achtung! Oh, ich bin weg! Ach, das ist doch kacke. Gibt's da keine Schaltung, wo man die Tür aufmachen kann, oder? Nee.
Fuck! Nix da, kriegst du einen Controller. Ach scheiße, stimmt, das war ja nicht der, ich war voll auf. Ich glaube, ich probiere das einfach nochmal mit dem Rackash. Gott, stell dir auch viel Gold hat, so. Ist richtig. Ach, das ist doch kacke! Warum bist du denn dann versteckt da rein? Weil ich da direkt an den hätte vorbeigehen müssen. Aber das hätte wahrscheinlich funktioniert. Na, jetzt kann ich nochmal versuchen. Das hat mir nimmer gereicht. Woher willst du wissen? Wir werden es nie herausfinden. Doch, ich weiß es. Jetzt reicht's. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Ja, okay, ich weiß, wo man lang muss. Wo? Oben rum. Echt? Da, wo die Paladine sind. Siehst du? Hätte. Ich bin ja nicht mal da weggekommen. Ja, aber kann man das. Mein Schnitter kann sich da leise durch. Du kannst ja oben, das hat man ja schon mal gesehen, dass du da oben durch kannst. Ah, stimmt, da über den Kronleuchter, oder? Ja, genau. Ja, stimmt, da wo ich gesagt habe, da hätten wir es auch lang können. Ja, genau. Man, die baut solche Mechanismen halt für die späteren Levels in andere Levels vorher in schon. In 100 Jahren halt. Ja. Wir hätten schon immer noch ein Dings. Aber ja, aber ich gehe jetzt einfach mal auf die Seite und mach dann hier immer den Klon. Ach so, stimmt, ja. Kann den ja hier auch basteln. An dem Kackohr kommt man hier nicht vorbei. Alter. Jetzt kann ich hier vorbei. Jetzt kann ich mit dem Rackash lieber. Ich kann. Nee, ich will das nicht speichern. Nee, ja. Heiltrank auf jeden Fall. Der Heiltrank nimmt Schmidt, aber ohne den Stuhl um zu. Stuhlen. Ein Stuhl im Orbit! Ein Stuhl. Nicht ohne den Stuhl um zu stuhlen. Um jetzt zu stuhlen, musst du überlegen, du jetzt stuhlst. Jetzt wird gestuhlt. Du stuhlst einen Stuhl um, weißt du, wegen Scheiße auf den Stuhl werfen. Wie kommen wir jetzt zum Mechanismus? Das ist eine gute Frage. Wie komme ich denn da durch? Hinter dem. Ne. Hä? Was ist jetzt für Quatsch? Ah, drücken. Ach, super. Ja, toll, manchmal ist es zu einfach, ne? Was macht der? Wahrscheinlich irgendeine andere Tür auf. Elfen befreien. Jetzt geht's ab, jetzt werden die Menschen geschnetzelt. Nur vier Stück, die machen jetzt alle kalt. Machen alle fünf. Platz. Oh, da kommen noch welche. Oh, nochmal. Oh, jetzt aber unsere Elfenarmee. Ja, Mann. Sind die jetzt mit mir befreundet, ja, oder machen die mich kaputt? Ne, die machen, glaub, generell. Was ich glaube, die stellen sich jetzt, stehen jetzt erstmal Spalier bei mir. Ja, ja, komm. Unsere. Ja. What the fuck are you doing? I was sent here by your ambassador, goddammit! We know. He took a risk by allying himself with an impure creature like yourself. By living amongst the humans, our ambassadors have been away from the tree for far too long. What they see in the amber is misleading. It is you who will bring ruin to Akinash. We will not let you out. What the fuck? Loosen the doors. Oh, come. Come on. This is bullshit. Arschloch. As soon as I get out of here, I'm gonna kill you all. You hear me, Elf? All of you. You're gonna die screaming. One by one. You hear me? My friend, I am sorry that my peers and I have a different view of things, but I beg you to forgive them. You are close to your goal. The empty cocoon is very close. Styx has not yet reached the heart, but he is not far. I can sense it. Be reborn and face him now. This is the last thing that you will hear. Good luck. Da, Bullshit! Was
denn noch reden? Nee, aber ohne Scheiß. Das ist Story. Ja, das ist schon Story, aber muss man sagen, wenn ich mit Gedanken mit Leuten reden würde, dann wird es ein bisschen schneller gehen als... Ja, der ist halt nicht so schnell. So, jetzt sind wir mal ganz cool und machen jetzt hier für die Folge einen Cut, weil wir spielen bestimmt auch schon wieder eine halbe Stunde. Jetzt kann ich mal kurz auf Menü drücken und gucken, wo wir im Teil 3 sind. Teil 2 immer noch. Ja. Betritt den Kokon müssen wir jetzt machen. Darauf sind wir auf jeden Fall gespannt. Und da sehen wir uns nächste Folge wieder, wenn wir den Kokon betreten. Hoffe ich doch mal, dass wir es schaffen. Nicht, dass es so endet wie bei der Brücke. Alles klar, bis zur nächsten Folge.